Ich saß damals am Klavier und habe einfach ein bisschen rumgeklimpert und dabei ist dieses eher klassisch anmutende Leitriff entstanden, dieses Leitmotiv. Ich habe noch nicht an einen Song gedacht. Es ist einfach so, wenn ich am Klavier sitze, es klingt einfach immer so ein bisschen majestätischer als jetzt auf der Akustikgitarre. Soll jetzt natürlich nicht wertend klingen, aber mir hat einfach der Sound, das ist eine ganz, ganz andere Farbe und die hat mich letztendlich dann auch zum Text inspiriert. Als Andi mir das Piano-Riff zu Alive vorgespielt hat, wusste ich sofort, wie der Song zu klingen hat. Einerseits war es dieses klassische Riff, was wir unbedingt verwerten wollten. Und andererseits war es auch die Idee, mehr einen Rockcharakter in den Song reinzubringen. Viel mehr E-Gitarren, Schlagzeug auch, was wuchtig klingt. Und wir dachten, das ist auch genau der Sound, den der Titel und die Lyrics zu Alive benötigen. Alive ist ein Song, da geht es um Wertschätzung und das finde ich jetzt ein relativ wichtiges Thema, weil man ja oft doch die kleinen, aber umso wichtigeren Dinge aus den Augen verliert. Man lebt vor sich hin, man ist natürlich mit Beschallt von allen Seiten, es ist so ein, ja, man ist im Tunnel und vergisst eben das eigentliche Leben oft und da setzt für mich der Text von Alive ein. Der Song Alive ist für mich eine Art Neustart. Das hat damit zu tun, dass ich vor einigen Jahren am Herzen operiert worden bin, und zwar innerhalb von einem Jahr sogar zweimal. Und zu dieser Zeit war nicht abzusehen, ob und inwiefern wir mit Santiers weitermachen werden. Andi hat mir dann den Titel übers Telefon vorgespielt, als die Idee entstanden ist, und der Song hat mich sehr berührt und in dem Moment wusste ich, wir haben wieder eine Perspektive, wir haben wieder ein Ziel, wo wir hinarbeiten möchten, und deshalb war auch Alive für uns klar, das muss die erste Single werden.